wish comes a night. What's happening, fellas? Try to run the way you can win. Let the first annual World Destruction Tour begin! I'm whooping your ass! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das nächste Tony Hawk-Spiel, der mittlerweile sechste Teil, den ich jetzt Let's Play, und zwar Tony Hawk's Underground 2. Ja, das Spiel kam eigentlich raus zum Zeitpunkt, als die Tony Hawk-Reihe gerade eigentlich auf ihren Höhepunkt war. Also eigentlich gab es eine stetige Steigerung, wirklich vom ersten Teil über den zweiten, über den dritten, über den vierten, über den fünften, bis zu diesem Teil gab es wirklich eine stetige Steigerung der Qualität des Spiels. Ich mach mal jetzt mal so eine ganz kleine Geschichtsstunde, ne, damit für die Leute, die die alten Teile nicht kennen, ne, also falls ihr Let's Plays dazu sehen wollt, in der Beschreibung packe ich mal alle Links zu den Playlists rein von den einzelnen Teilen. Der erste Teil war noch recht simpel aufgebaut. Man hatte ein Level, man hatte bestimmte Aufgaben und um diese Aufgaben zu erfüllen, hatte man 2 Minuten Zeit. Man musste halt nicht alles auf einmal lösen und man konnte alles nacheinander angehen. War also noch recht simpel gehalten. Der zweite Teil wiederum hat das gleiche Spielprinzip gehabt, das gleiche Gameplay. Ich gehe mal in die Option wieder rein. Ne? Also erstmal zum einen, ne, für die Leute, die jetzt sagen, boah, denn ich spiel doch mal, ne? Laber doch nicht so viel, spiel doch einfach los. Schreibt den Kommentar. Ist okay. Ich bin's gewohnt. Keine Sorge. Ne, auf jeden Fall, was mir schon mal sehr gut gefällt, Spielvortritt. Der zweite Teil, der hat's einfach noch besser gemacht. Es gab mehr Level, es gab mehr Aufgaben. Das Zeitlimit war das gleiche und es gab mehr zum Freischalten, was auch nicht unwichtig war. Der dritte Teil hingegen war das erste Spiel für die PlayStation 2. Es gab auch eine PlayStation 1 Version, habe ich damals auch angemerkt. Der war auch noch genauso gehalten worden mit besserer Grafik. Wieder ein paar mehr Level, ein paar mehr Aufgaben und so ein paar Kleinigkeiten, die hier noch quasi hinzugefügt worden sind. Der vierte Teil allerdings, der ging schon Richtung Open World. Das heißt, man ist in einem riesigen Level gewesen, musste zu bestimmten Leuten fahren, hatte dann von denen Aufgaben bekommen und diese konnte man dann innerhalb eines Zeitlimits lösen. Dann kam der fünfte Teil, nämlich Tony Hawk's Underground 1. Das war der erste Teil, wo es eine Story gab. Und genau auf diesem Teil, er baut nicht auf, das wäre falsch. Weil die Story im ersten Teil ist eine ganz andere als in diesem Teil. Aber hier gibt es auch eine Story. Und wie wir schon jetzt gerade im Intro gesehen haben, wenn das Video jetzt hier nicht gesperrt ist von der GEMA wegen Record to the other Teil, dann habt ihr gerade gesehen, dass Bam Margera dabei sind, dass auch der Wii Man dabei ist und der Phil Margera. Hieß der Film? Ich weiß nicht. Der Vater vom Bam. Und ja, das ist halt natürlich eine schöne, wie nennt man das denn? Überleitung, genau. Zu Jackass. Jackass habe ich damals auch sehr gerne geschaut und ja, das geht halt alles ein bisschen in die Richtung. Krasse Aufgaben und Verletzungen und da oben haben wir gerade einen Totenkopfsymbol gesehen. Oh mein Gott, ich habe den Finger auf den Fernseher gezeigt und ich habe es nicht gesehen. Und das ist schon wieder. Hallo. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich freue mich generell übelst auf den Tony Hawk-Teil. Ich habe ja schon, also im kommenden Stream, ich glaube, ihr seht das auch, bevor ich meinen nächsten Stream mache, wo ich ja Tony Hawk 2 nochmal zocken werde. Was richtig krass werden wird, weil ich dann das Spiel hier gewohnt bin. Denn in der Spielmechanik hat sich nämlich innerhalb der einzelnen Teile auch was getan. Und zwar so richtig heftig. Schon der Schritt vom ersten zum zweiten Teil war riesig. Und dann vom zweiten zum dritten war noch viel riesiger. Und da kamen halt immer noch ein paar kleine Einzelheiten dazu. Und die jetzt hier dazugekommen sind, die werden wir im Laufe der Story auf jeden Fall alle mitbekommen. Was werde ich hier oben machen? Wir haben hier einen schönen Spielfortschrittsbalken, sehen dann Story-Modus-Punkte und Klassik-Ziele und bla bli blub bla blub. Ist eigentlich ganz cool, dass ich das hier sehe. Was werde ich machen? Ich werde versuchen, alle Story-Modus-Punkte zu holen. Ich weiß nicht, was es ist, um echt zu sein, keine Ahnung. Und jetzt, wo ich das sehe, ich glaube, ich werde die Klassik-Ziele auch machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Laufe der Story quasi die Klassik-Level freischalten. Und die Klassik-Level sind nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, und zwar das Gameplay der ersten drei Teile. Sprich, wir fangen Level an, haben dann Aufgaben und wir haben 2 Minuten Zeit, die zu lösen.
Und das würde ich dann eigentlich unglaublich gerne machen. Das heißt, es wird ein langes Let's Play. Aber hey, was soll's. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ja, das ist natürlich ein bisschen Käse. Im ersten, bei Tony Hawk Underground 1, vielleicht mögen Sie sich ja nochmal nicht erinnern, habe ich ja den Story-Mode nochmal offscreen auf krank gespielt. Was auch echt hart war, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen werde. Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht werde ich dann auch wieder so eine Art Bonus-Pack dran schneiden, wie bei Resident Evil, der irgendwann später kommt. Auf jeden Fall fürs Let's Play werde ich wirklich versuchen, alle Story-Mode-Punkte zu holen, wenn es denn auf normal geht, klar. Alle Klassik-Ziele werde ich holen, auch auf normal. Und Story-Mode auf normal und den Klassik-Mode auch auf normal. Das reicht für mich. So, und die Gaps, ich mache nicht den gleichen Fehler wie im vierten Teil, dass ich versuche, alle Gaps zu holen und dann einfach drei Parts lang fahre, ohne irgendwas zu schaffen. Das werde ich nicht machen, weil die Gaps, das ist für mich zu schwierig. Ich sehe sie nicht. Ich müsste komplett mit Internet arbeiten und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu doof dann, wirklich. Sowas mag ich nicht. Deswegen lasse ich die einfach mal alle sein. Okay, oder vielleicht will ich den Offscreen machen. Mal gucken, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das bei Tony Hawk's Underground 1 gemacht habe. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ja, aber warum werde ich das denn auf normal spielen? Denn ich kenne das Spiel, ich habe das schon mal gespielt. Und zwar war es damals eine Phase, ich wollte alle Tony Hawk Teile spielen. Ich habe nämlich damals, nämlich ziemlich, glaube ich, direkt Proving Ground geholt für die PlayStation 3. Für 10 Euro damals beim Saturn. Ich weiß nicht, ob das falsch ausgeschildert war oder so, aber es war echt ein Schnapper. Und da habe ich mir gedacht, boah, da bist du eigentlich schon geil auf das Spiel, ne? Willst aber noch nicht zocken, zockst die anderen Teile nochmal, ne? Und da habe ich wirklich vom ersten, also innerhalb von, weiß ich, 3 Wochen, den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, den sechsten, den wir hier haben, den siebten und den achten Teil gespielt, weil Proving Ground ist, glaube ich, der 9. Teil, wenn ich mich nicht täusche. Und es war die Hölle, wirklich. Also das Spiel hier ist ziemlich schwierig. Also ich finde es zumindest ziemlich schwierig, ja. Weil es gab gegen Ende hin eine Aufgabe, die habe ich einfach nicht gelöst bekommen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, fuck you, 100%. Ne? Ich meine, okay, die Rechnung ist bis zum heutigen Tage offen. Und ich will sie im Let's Play begleichen, auf jeden Fall. Ich will alle Aufgaben erfüllen. Sehr gerne. Ja, und dann gibt es aber noch eine andere persönliche Geschichte zum Spiel. Weil das Spiel, was ich hier jetzt gerade eingelegt habe, was in meiner PlayStation ist... Ja, das gehört nicht mir. Ich habe es ungefähr seit, ja... Wart ihr schon dabei, als ich noch bei meiner Mama gewohnt habe, mit den Unboxings, als es losgegangen ist? Irgendwann, ziemlich zu Beginn sogar, hat mir Dusselchen das Spiel leihweise überlassen, so seit vor 3 Jahren. Es tut mir leid. Aber ich spiele es ja jetzt, das siehst du ja. Vielleicht freust du dich ja. Ja gut, ansonsten, ich guck gerade mal, wollte ich noch jemand erzählen? Nö, eigentlich nicht. Also, was ich vorhabe, habe ich euch jetzt erzählt. Ich schätze mal, ich werde den Großteil wirklich offscreen machen. Also sprich, aber geile Mucke jetzt schon am Start. Ich werde auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, also ich werde auf krank offscreen spielen und wahrscheinlich werde ich dann auch dabei die Gaps holen. Weil offscreen mit Internet arbeiten ist leichter als ne, onscreen. So, okay, wir beginnen mit dem Story-Modus. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal ein... Genau, neue Starten-Story-Modus, gut. Auf normal. Schwierigere Ziele für durchschnittliche bis gute Tony Hawk-Spieler. Ich habe so lange keinen Teil mehr gespielt, mein Gott. Für Hardcore-Veteranen, für die Tony Hawk-Spiele gemeistert haben. Habe ich, aber... Nee. Leichtere Ziele für unerfahrene Tony Hawk-Spieler. Nee, ich würde sagen, ich bin durchschnittlicher Tony Hawk-Spieler. Ich bin zwar eigentlich erfahren, aber nicht gut. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Jetzt sehen wir wahrscheinlich gleich erstmal ein sehr cooles Intro. Wir können es, glaube ich, sogar ein Team aussehen. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber die Story wird jetzt gleich im Intro erklärt. Fellas, in case you're wondering why Bam and I invited you here tonight, let us enlighten you. World Destruction Tour, around the world sick as hell skating competition that Tony and I threw together and you jagoffs are gonna compete in. We're splitting into two teams. I'll be the captain of one team. And the captain of my team will be... Oh!
bill. Damn it, Bam! The tire jacks ran right up my... We're going global, baby. Racking up points for some balls to the wall skating. That's right. And some ridiculous stunts and challenges. Like that. 50 points if you get someone to hose their pants. Come on, that's sweat. Your pants. Woo! And 20 bonus points if you think there's luggage in the trunk. Oh, right. Oh, a shed of fruit salad, all right? There's gonna be no cameras, no press, and no crazed fans. Just us embarking on a round-the-world party. Yeah. Oh, and one more thing. The losing team pays for the entire trip. Booyah! Oh, bitches! You better take your broke ass to the bank. So if everyone's down with the program, I say it's choosing time. Mike V, you're with me. Good choice, Birdman. Only two left. You gotta pick one. Do I want the noob? Or do I want Paulie Wheels of Fury Ryan, yeah! The 10-year-old skating yeah! madman? No more grinding on wood chippers, huh, Paulie? That's right, baby. Come on, Bam, make up your mind. What's there to decide? Are you serious? You can't decide between me and a kid in a body cast? You want some of me? Bring it on, bitch! I like that. He's fired up. This kid's got game. I take Paulie. You're number one! Come on, kid. These guys suck. You're with me. Ladies, let the first annual World Destruction Tour begin! Yeah! Look like my sister. Before we get rolling, you should cruise by the training area to brush up on your moves. Some of the other fellows are also there to teach you some sweet new tricks. Once you're ready to head out, come see me. Okay, es geht los. Ja, wir haben ja gesehen, zwei Teams. Bam Margera hat ein Team und Tony Hawk. Und wir können es das noch nicht ausmachen. Wir werden... Wow! Stat verbessern. Wenn du die Stat-Challenges meisterst, kannst du deine Skate-Fähigkeiten verbessern. Pausiere das Spiel und sieh dir im Menü Stats ansehen, die Challenges an. Das ist cool. Dann ein 540 Grab oder Flip-Trick in einer Halfpipe gibt mir mehr Spin. Ja, wir sind hier im Trainingsraum. Und das Coole ist, also wenn ich mich nicht täusche... Moment... Das ist tatsächlich das erste Level des ersten Tony Hawk Teils. Ist das nicht geil? Ich habe schon wieder was verbessert. So, verbessern wir direkt nochmal unsere Whale-Fähigkeit. Ja, auf jeden Fall, Bam Margera wollte uns nicht haben, die alte Drecksau. Hervorragend. Sondern hat stattdessen halt das Ganzkörper-Gipskind sich dafür entschieden. Uiuiuiuiui. Zur Störung verliere ich gleich noch ein paar Worte. So, Bam! Hervorragend. Und deswegen sind wir jetzt bei Tony Hawk. Im Team. Ich meine, es gibt Schlimmeres, auf jeden Fall. Aber was soll's. Ja, was wollte ich noch erzählen? Genau. Wir haben gerade auch noch einen Kollegen gesehen, der hat hier gerade ein bisschen... Ups. Ach so, drück Taste, um schnell aufzuschauen. Okay. Diesen Sparrow, dieser Glatzkopf, der sich in die Hosen gepinkelt hat. Verdammt! der Glatzkopf, der sich in die Hosen gepinkelt hat, der war bei Tony Hawk's Underground 1 auch zu sehen. Und zwar war das nämlich unser Rivale, eigentlich unser bester Kollege. Also nochmal kurze Story von Tony Hawk 1, Tony Hawk Underground 1. Wir waren eigentlich ein Streetskater, der einfach nur just for fun geskated ist und hatten dann die Möglichkeit, groß rauszukommen. Mit unserem Kollegen zusammen. Eric Sparrow hieß der, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, auf jeden Fall, fuck you. Hat er sich halt dafür entschlossen, wirklich uns auch so ein bisschen zu betrügen und so. Tricks, die wir gemacht haben, hat er quasi, ja, auf seine Kappe genommen, ne? Was halt schon ziemlich böse ist. Fuck! Und ich muss mich auf jeden Fall so wie das Spiel gewöhnen. Ja, und letztendlich haben wir uns dann gegenseitig verfremdet so ein bisschen, sind auseinandergegangen. Weil wir haben, sind einfach nur geskatet, weil es Spaß macht. Da habe ich auch immer als schöne, ja, Parallele gesehen zum Let's Playen an sich, ne? Weil viele das ja auch wegen Geld machen und so. Und dann irgendwo der eigentliche Sinn und Zweck irgendwo abhanden gekommen ist. Und ja, das fand ich eigentlich ganz schön damals, als ich das Spiel gespielt habe. Ja, und auf jeden Fall, der ist jetzt auch dabei. Hat auf jeden Fall schon mal eine schlechte Figur gemacht, weil sie in die Hosen gemacht hat, aber was soll's. So, auf jeden Fall sind wir erstmal hier im Trainingsmodus. Ich will jetzt eigentlich gerade noch ein bisschen unsere Stats verbessern. Ich guck gerade mal nach. Wo sehe ich das denn? Moment. Deine Option? Stats ansehen. Hervorragend. Spielfortschritt. Nichts. Okay, Stats ansehen. So. Da sehen wir, was wir machen müssen. Mache einen Air-Transfer über 40 Fuß. Lande einen Backflip-Grab. Lande einen Backside-Roll-Grab. Lande einen 10.000 Punkte Air und einen 15.000 Punkte Air. Also das heißt, wir können jetzt schon alles machen. Wir können uns jetzt quasi... Das ist ja krass. Wir können jetzt quasi fast
komplett uns aufleveln hier im Trainingslevel. Das ist ganz cool. Okay, gut. Ich würde sagen, wir verbringen ja erstmal noch ein bisschen Zeit, bevor wir weitermachen. Ich weiß, euch geht das jetzt schon auf den Sack. Erstmal freak out. Okay, dann halt ich. Ja, nee, komm. Wir machen noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. Weil ich kann das Spiel echt nicht mehr. Es ist echt schlimm. So, ich will jetzt erstmal ein bisschen meine Manual-Fähigkeiten verbessern. Weil das finde ich nicht unwichtig. Komm. 8, 10. So, okay. Das ist erstmal 4 Punkte besser. Hervorragend. Was muss man da noch machen? Also Manual ist für mich immer sehr wichtig. Wo ist denn hier Manual? Ach, guck mal, nur noch die beiden. Zeig ein Manual 5-mal in einer Kombo. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. So, 2. Was habe ich gesagt? Egal. Nochmal. Das kriegen wir hin. Da bin ich mir sicher. 2, 3, 4. Verdammt! Scheiße! So, 1, 2. Es funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. 1, 2, 3. Hallo. Ich erkläre gleich noch kurz die Steuerung, bevor ich dann weg. Sag mal. Boah, willst du mich verarschen? Ich erkläre gleich nochmal kurz die Steuerung. Für all die jetzt noch nie einen Tony Hawk Teil gesehen haben. Verfluchte Scheiße, das ist doch nicht wahr. Ey, Alter. Ich krieg echt ein Rohr, das ist unglaublich. So. Vielleicht muss man dann einfach nicht so gestresst angehen. So, mein Gott, war doch nicht so schwierig. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ein Pogo geht. Okay. Ist das ein... Das war kein normaler Pogo. Okay. Nein. Okay, so geht ein Pogo. Okay. So, okay. Hervorragend. Jetzt sind wir Manual, glaube ich, maximiert, oder? Das ging ja fix. So, okay. Steuerung. Wenn wir nichts drücken, wenn wir einfach nur loslassen, fängt an zu rollen. Wenn wir X drücken, gibt er Gas und fängt an zu pushen. Nennt man das dann so? Auf jeden Fall geht er in die Knie. Und wenn wir dann nämlich X loslassen, an der Spitze einer Halfpipe, dann springen wir halt hoch. Ansonsten, wenn wir jetzt nicht unbedingt an der Halfpipe sind, sondern einfach auf einer Rampe oder auf dem Boden, dann springen wir einfach nur in die Luft. Ach genau, ein Sticker-Step gab es ja auch noch. Stimmt ja, da habe ich ja total vergessen. Gab es denn noch jemand mit Punkten so ein bisschen? So. Wow! Ach komm, hör auf. So. Verdammt nochmal, okay. Ich will jetzt doch noch ein bisschen machen. genau, auf jeden Fall, wenn wir hochspringen, haben wir halt die Möglichkeit, Grab-Tricks zu machen oder halt Flip-Tricks. Flip-Tricks bedeutet sowas hier, Kickflip, zack, oder Heelflip, wie auch immer, ist auch egal. Vier drücken und eine Richtung zeigen. Wenn wir in der Richtung zeigen und zweimal vier drücken, dann machen wir einen Double-Heelflip, ist eigentlich sehr eingängig die Steuerung. Und das mit den Grabs ist, Kreis gedrückt halten, ne? Solange wir graben, kriegen wir Punkte. Und für jede Drehung... So, zack, hervorragend. Und für jede Drehung kriegen wir halt auch nochmal einen schönen Multiplikator. Das heißt, viele Drehungen, viele Tricks, Multiplikator gleich endlos große Punktzahlen. Verdammt! Das war gar nicht mal so eine schlechte Kombo. Freakout! Sehr genervt, mach einen Freakout. Was habe ich denn jetzt dazu bekommen? Nichts, okay. Aber ich glaube, dieser Sticker-Slap, ne, den hier, ich finde ihn ziemlich cool. Huch. Was will der Wort denn malen von mir? Hat der eine Aufgabe für mich? Finde ich cool. Also das ist im Moment hier. Was wollte ich jetzt überhaupt gerade erzählen? Ich will so viel erzählen zu dem Spiel, das ist unglaublich. Aber ich vergesse die Hälfte. Das ist zu kotzen. Na egal. Lassen wir erstmal mit dem Whatnamen malen. Hallo. Hey, let's start out with some basics. Just Ollie a few times. Ach so, das ist ein Tutorial. Okay, machen wir das einfach mal. 3 Ollies, okay. Geschafft. Genau, Grind habe ich noch gar nichts davon erzählt. Oder Manual, genau. Manual nach oben und unten. Hätte ich euch gar nicht erzählen müssen. Hey Rodney, you need some help schooling this kid? Alright, Rookie. Ollie the Grind near the rail. Na gut, okay. Cool. Now try to no comply over the taxi. Ah, no comply gab's ja auch noch. Stimmt. Da muss man nämlich vorher kurz nach vorne zeigen und dann, quasi X loslassen. Bonus ist eigentlich noch eine ganze Ecke geiler, weil da kommt man echt hoch. Ups. Oh ja! Ach komm! Ich finde, der war schon ziemlich gut. So, fick dich. Okay, ein Kickflip sollte kein Problem sein. Wow! Okay, das heißt, das ist wirklich ein Tutorial-Level, das wusste ich nicht. Vor allem gibt's hier dann scheinbar auch schon ein paar Story-Punkte. First,
do a lift trick on this quarter.